Reporterinnen, die so heiß sind wie frischer Teer. Soweit die Eckdaten. Miriam unterstützt Los Hermanos, Testosteron als Destillat. Hermanos, para siempre. Un bocadillo con queso, por favor. Ist ja auch egal. Zuckermäuschen Annie steht heute fest an der Seite des Teams Two Girls, One Heart. Wir schenken euch heute ein Ei, und zwar nicht nur Wein. Schatz, 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 Schatz. Jennifer und Caroline, das wird ein heißer Nachmittag, das sag ich euch. Melissa supportet das Team Fluch der Geschwister. No risk. No fun. Serena und Enrico, nicht nur Geschwister, sondern auch ein Herz und eine Seele. Geballte Familienpower. Und wieder warten 5 sensationelle Spielrunden auf unsere Teams. Für jedes Spiel gibt es 25 Versuche. Wir zählen die fehlerhaften Versuche, die Fails. Am Ende ziehen die beiden Teams mit den wenigsten Fails in unser großartiges Finale ein. Der Gewinner geht mit 5000 Euro nach Hause. Und schon geht's los. Die Hermanos müssen in Runde 1 beim Matschball ihre Qualitäten unter Beweis stellen. Mal sehen, wie groß ihre Cojones wirklich sind. Wer von euch beiden geht in Matsch? Patrick geht freiwillig. Aha. Und du machst dich natürlich nicht dreckig. Ich unterstütze ihn total von außen. Ich fühle mich schon ganz matschig. Kann losgehen. Während Patrick versucht, Bälle zu fangen, interessiert sich Markus ebenfalls für welche. Ob die arme Gazelle Miriam schon gemerkt hat, dass sich ein Hermanuslöwe in der Steppe anschleicht? Kampfsau Patrick sieht mittlerweile aus wie eine dicke Frau, die 3 Tage beim Wacken-Festival gefeiert hat. Markus dagegen lauert auf den richtigen Moment, Miriam seine Gefühle preiszugeben. Moment mal, hat Amor hier vielleicht absurderweise mitten in einer Gameshow den Bogen gespannt und einen Doppeltreffer gelandet? Ja! Die Hermanos haben es jedenfalls geschafft. Beziehungsweise Patrick. Währenddessen müssen Serena und Enrico den Jesus Walk bewältigen. Die Aufgabe ist schlicht: von einem Ende zum anderen übers Wasser laufen. So, Johnny Depp, Keira Knightley, ihr als Piraten, das ist ja für euch hier Heimspiel, oder? Unser Revier. Wer von euch beiden spielt? Enrico wird spielen, denn er ist der Bessere auf der Matratze, würde ich sagen. Wie sie das wohl meint. Tja. Ob Enrico wirklich so gut auf der Matratze ist, wie Serena glaubt, wird sich gleich herausstellen. Aushilfspirat Enrico gibt Vollgas, muss aber feststellen, dass es gar nicht so einfach ist, Jesus nachzuahmen. Und der Messias ist ja damals unter viel schwierigeren Bedingungen gestartet. Er hatte weder Schwimmmatten noch so ein geiles Piratenkostüm. Oh, Kacke! Oh, gib mal Gas jetzt. Du wirst es ja wohl hinbekommen, über so ein paar Matratzen rüber zu rutschen. Schafft der Bachelor bei RTL doch auch. Naja, vielleicht später. Unsere heißen Kellnerbienchen müssen parallel 10 Bonbons in 30 Sekunden von einem Fliegenfänger lutschen. Nein, das ist keine schweinische Umschreibung einer sexuellen Handlung, sondern einfach das Spiel. Ja, wir sind schon ganz aufgeregt, aber ich denke mal, damit sollten wir keine Probleme haben. Lecken könnt ihr. Auf jeden Fall. Nicht nur Drops. Ich bitte da um ein wenig mehr Sachlichkeit, liebe ProSieben-Zuschauer. Ich möchte jetzt keinesfalls, dass die folgenden Bilder irgendwelche Fantasien bei Ihnen auslösen. Es geht hier um einen sportlichen Wettbewerb und nicht darum, irgendwelche heißen Chicks dabei zu beobachten, wie sie lasziv an... Scheiße, ist das geil. Ja, Baby, komm, leck an den Bonbon, leck da dran, so ist das gut. Ja, berührt euch schön mit den Zungen, ja, so ist das brav. Schön den Kleber ablutschen. Komm, jetzt nochmal, ja... Super! Echte Profis, wenn Sie mich fragen. Ganz großer Sport hier bei den Crash Games in Köln-Hürth. Haben sich eure Zungen berührt? Nicht das erste Mal. Wenn Enrico wüsste, dass nebenan ein Softporno gedreht wird, hätte er seinen Piratenhaxen sicher schon längst befohlen, endlich über diesen verkackten Tümpel zu laufen. Aber irgendwie scheint der Kollege eine Allergie gegen Optimismus zu haben. Scheiße. Macht nicht. Komm, Junge, einmal die Arschbacken zusammenkneifen. Ja, weiter. Jawohl, richtig so.
Die Los Hermanos sind mit 4 Fails beim Matchball in die erste Runde gestartet. Two Girls, One Heart haben keinen einzigen Fehlversuch beim Schleckermäulchen und der Fluch der Geschwister startet mit 8 Fails beim Jesus Run. So, Runde 2. Jetzt müssen die Hermanos am Fliegenfänger lutschen. Hört sich schlimm an und ist es auch. 3, 2, 1, küssen! Ich könnte es ja kaum abwarten. Das spanische Temperament. Wie war denn euer erster Kuss? Traumhaft. Ich liebe ihn. 3, 2, 1, knutschen! Bleib stehen. Nee, also ganz ehrlich, Freunde, da gucke ich mir lieber ein Konzert von den Amigos an. Großes Kino. Der Kuss hat sich total gelohnt. Komm, ich mache euch mal den Mund sauber, okay? Sehr gerne. Bitte, in welcher Welt hat sich das jetzt gerade für irgendjemanden gelohnt? Bei dem nächsten Spiel geht es übrigens darum, die Balance mit dem Pickel auf dem Kopf aufzustechen, um herauszufinden, in welchem der Balance keine Schlotze drin ist. Verstanden? Wer sticht mit diesem Horn in die Schleimluftbalance? Das bin dann wohl ich. Du wirst doch richtig eklig schleimig sein. Das macht gar nichts, ich mag's dreckig. Sie mag es dreckig? Now we're talking. Oh Gott, ich bin in dem war schon mal Schlotze drin, zum Beispiel. Und macht das Spaß, Serena? Was macht sie denn jetzt? So muss Ralf Schmitz auch immer springen, um an die Bälle ranzukommen. Und hopps! Nee, wieder nix. Wir gehen mal rüber und schauen, wie sich Two Girls, One Heart in Runde 2 am Jesus Walk schlagen. Was qualifiziert sie dafür? Na, jeder will die Karo im nassen Kostüm sehen, das reicht ja schon, oder? Ich weiß nicht, wie das die anderen sehen, aber mir reicht das. Caro, 1, 2, 3, los! Auf, Caro! Super! Auf, Schnurri! Nicht so schnell, nicht so schnell! Sehr gut, sehr gut! Wie auf einem Catwalk. Na, dieser Vergleich hinkt in etwa so wie Caro gerade. Besser! Doch, doch, doch! Ja, das sieht gut aus, sieht echt gut aus, sieht gut aus, sieht gut aus. Los! Ja, sieht gut aus, sieht gut aus! Wie ein junger Gott, Caro. Caro, du musst dich auch ein bisschen beeilen, ich muss echt pinkeln langsam. Ach so, jetzt wissen wir zumindest, wo die Loyalität zu ihrem Team für Annie aufhört. Caro, so kannst du schaffen! So schaffen! Sehr gut, sehr gut, sehr gut! Ja, nicht so drin, nicht. Ja! Ja, Caro! Während Annie langsam aber sicher die Harnleiter einreißen, paddelt sexy Hexi Caro gemütlich durch den Crash Games Teich. Das war noch nicht das Finale, ne? Jetzt gehen wir mal ein Bier holen. Also für Bier macht die Caro echt alles, sieht man mal wieder. Was lernen wir daraus für zu Hause? Feucht dann ist auch nicht immer gut. Dem ist nichts hinzuzufügen. Feucht ist es im Gesicht von Serena auch. Und es sieht auch nicht so aus, als ob sich das in absehbarer Zeit ändern wird. Oh, Melissa ist nass geworden. Ach, ist das nicht schön. Also ein bisschen Schleim im Gesicht hat noch niemandem geschadet. Kommt da ein bisschen Schadenfreude auf? Ja. So viel orangenen Scheiß auf dem Kopf hat außer Serena nur Georgina Fleur. Ich weiß, der Vergleich hinkt, aber die Alte kann ich überhaupt nicht. Ja, hätte Serena sicher auch nicht gedacht, dass sie sich mal darüber freuen wird, eine Ladung Wasser ins Gesicht zu bekommen. In der zweiten Runde überzeugten die Los Hermanos am Fliegenfänger mit einem Fail. Insgesamt stehen sie bei 5 Fehlversuchen, 2 Girls, 1 Heart und 16 Fails beim Jesus Walk und auch gesamt. Die verfluchten Geschwister haben sich 22 Fails eingehandelt. Das nimmst wohl du. Ja,